Faszination ist immer wieder neue Geschichten. Als kleiner Bub habe ich geholt für alle Fälle geschaut. Das Nachschnüffeln anderen Menschen. Das Verfolgen, nicht zu verlieren. Und andererseits in die verschiedenen Lebenssituationen von Menschen einzusehen. Der Privatdetektiv Marco Spicker hat einen Auftrag. Die Überwachung von einer Frau, die ihren Partner hintergehen soll. Am Auto von ihr montiert er ein Ortungsgerät. In diesen Situationen ist man schon nervös, weil das ist jetzt halt ein Teil des Business, der dazugehört. Die kurzen Momente, wo man das Zeug professionell anhängt. Ob der 44-Jährige den Fall lösen kann, sehen Sie am Schluss. Zuerst wollen wir etwas über das Leben des Privatdetektivs erfahren. Die allermeisten Aufträge hat Marco Spicker von Privatpersonen. Ich schaue mich als Person an, die Leuten hilft bei ihren Entscheidungen, die offene Fragen sind und ich ihnen dazu helfen muss. Marco Spicker lebt seit 20 Jahren von seinem Job als Privatdetektiv. Der zweifache Familienvater ist selbstständig, muss aber dann arbeiten, wenn er Aufträge hat. Das sind Zeiten, wo man 7-8 Fälle parallel bearbeitet tut, wo man 7 Tage 24 Stunden unterwegs sein kann. Und dann gibt es wieder Wochen, wo total epe ist. Wo man auch parat sein muss, um solche Durchstrecken durchzumachen. Bevor Marco Spicker selber ein Privatdetektivbüro aufgetan hat, war er schon während seinem Wirtschaftsstudium in einer Detektei tätig. Die Faszination für Schnüffeln hat aber schon viel früher angefangen. Als kleiner Bub habe ich geholt für alle Fälle geschaut. All diese Serien mit Privatdetektiven haben mich schon fasziniert. Ja, eine gewisse Faszination ist die DND da. Ja. Die Auftraggeberinnen und Geber findet Marco Spicker vor allem über seine Internetseite. Zuerst trifft der Kunde für ein Gespräch, dann wird der Aufgabenbereich abgesteckt. Der Stundenansatz liegt bei 130 Franken. Eine Erfolgsgarantie gibt es nicht. Es kann aber ein Kostendach vereinbart werden, bevor der Vertrag unterschrieben wird. Die Auftraggeber sind ganz unterschiedlich. Das ist querbeet. Das ist von jung bis alt, von arm bis reich, von Verfolgungswahn bis Arbeitgeber, der seine Mitarbeiter überprüft haben. Die Kunden haben sich in den 20 Jahren nicht verändert, dafür Geräte für die Überwachung. Der Marco Spicker braucht heute hauptsächlich nur ein Smartphone und ein GPS-Gerät. Die neuen Ortungsgeräte sind viel kleiner als die alten. Man hat mit dem mobilen Telefon alle Sachen dabei. Video, Foto, Karten und natürlich das Telefon an und für sich, das mit Kontakt ist mit dem Auftraggeber. Privatdetektiv ist kein geschützter Beruf. Es gibt aber verschiedene Verbände, wo man nur mit einer Aufnahmeprüfung reinkommt. Beim Observieren und Beobachten gelten für Privatdetektive die gleichen Gesetze wie für eine Privatperson. Wir müssen uns auch an die rechtlichen Normen halten. Was total verboten ist, ist Tonaufzeichnungen. Und von dem her gesehen, dort stellen wir alles ab. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel kein Gesetz, das verbietet den Einsatz von Ortungsgeräten. Als Privatdetektiv ist Marco Spicker sehr viel im Auto unterwegs. Auch stundenlanges Warten gehört dazu. Wenn die sogenannte Zielperson auftaucht, ist es wichtig, alles sehr diskret zu machen, dass man nicht auffällt. Das Wichtigste ist, dass die Zielperson nicht merkt, dass ich sie verfolge, dass ich sie nicht aus den Augen lasse, das heisst nicht verlieren. Sobald dass man in den Hauptbahnhof zum Beispiel reinkommt, dann muss man kleben. Und sobald dass es dann eine Fläche sich öffnet, dann kann man wieder mit mehr Distanz machen. Wird dann halt wieder Gefahr, wenn die Zielperson um eine Ecke geht, dann muss man wieder ansaugen. Gegen den Abend wird es ernst. Marco Spicker sieht auf seinem Handy, dass sich das Auto von der Frau, die er am Morgen ein Ortungsgerät angemacht hat, bewegt. Kurz darauf ist er am Auto dran. Jetzt ist sie am Parkplatz suchen. Wo fährt die sinnlos umeinander? Parkplatz suchen, das irritiert. Dann hat man Angst, man ist am Auffliegen. Haben Sie manchmal die Angst vor dem Auffliegen? Oder? Klar, man ist immer zwischen Messerschneiden, zwischen dem Verlieren oder Auffliegen. Das mal klappt's. Der Marco Spicker parkiert nur ein paar Meter neben der Zielperson, die ihr Auto gerade in der Nähe verlassen hat. Unauffällig geht der Privatdetektiv aus dem Blickwinkel und beobachtet, wie die Frau eine Bar ansteuert und reingeht. Kurz darauf ist der Marco Spicker am richtigen Ort. Die Frau trifft sich in der Bar mit einem Mann. Für seinen Auftraggeber schiesst er ein erstes Beweisfoto. Angst, dass er auflügt, hat er nicht.
Nur das, dass man eben ein Ding in der Hand hat, das so alltäglich ist, ist es überhaupt nicht auffällig. Rund eine halbe Stunde später kommt die Bewegung in die Sache. Die Zielperson verlässt das Restaurant mit der männlichen Begleitung. Der Markus Becker nimmt Verfolgung auf. Die Beweisbilder sind gespeichert. Ob das langt oder ob der Markus Becker am Bärli dranbleiben soll, entscheidet der Auftraggeber. Diesmal ist das nicht nötig, weil die Szene natürlich gestellt und arrangiert ist. So oder ähnlich könnte es aber zu und her gehen, wenn der Markus Becker das nächste Mal allein und ohne plus 41 Fernsehkamera auf Schnüffeltour ist als Privatdetektiv.